gucken, ob das Speed reicht und das keine spektakuläre Bahn ist. Mit einem Mario-Billigpreis, dass die Leute, die kein Geld mehr haben, nur mit sowas fahren können. Vorausgesetzt, die Bahn, die crasht nicht. Das werden wir jetzt aber gleich sehen. Hier kommt schon mal ein schönes Speed rein. Hier kommt gleich das Kopfabhacker-Element. Auf 80. Oh nein, was ist denn das? Das reicht nicht. Warum reicht denn das nicht? Oh Gott, ich könnte kotzen. Muss ich jetzt hier an jedem Hügel noch einen Lifthill bauen? Ich könnte das Ding natürlich kürzer bauen, aber dann passt ja alles nicht. Dann muss ich ja jeden Berg... absenken. Ich muss wieder warten, bis die dort am Start ist. Jetzt müssen wir jetzt im Prinzip jeden Berg hier abwarten. Gucken Sie, Achterbahn. Bauen wir derweil mal einen Limo-Stand. Oh, guck mal, die Bahn ist voll. Die Bahn ist voll. Gut, weil die alle Freifahrtscheine haben. Deshalb ist die Bahn voll. Spielt sich das auch irgendwie auf den Ertrag aus? Shuttle Loop? Nee, das sieht eher schlecht aus. Was ist beim Geisterhaus los? Preissenkung auf die Hälfte, auf dass da wieder Leute anstehen. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, ob sich die Bahn jetzt besser macht. Dass sie doch, dass es nie reicht. Alter, na gut, das ist vielleicht mit Fahrgästen anders, aber besser so, als wenn die dort crashen und abfliegen würden. So, das wird dann logischerweise auch nicht reichen. Oder? Komm. Das reicht knapp. Das reicht knapp. Das reicht nicht. Nicht das reichend machen. Ah ne, hier ist das schon. Wenn ich den Hügel absenke, dass da mehr übrig bleibt und er auch nicht so knapp darüber kommt. So, hätte ich schon mal ins Air runterbauen. Hä, warum passt denn das nie? Warum ist denn das jetzt um eine Hälfte ja versetzt? Willst du mich verarschen? Hier könnte es natürlich sein, dass die Bahn dann crasht, ne? Also... das jetzt hier um eine halbe Höhe versetzt. Das bedeutet natürlich, dass es hier auch nicht mehr passt. Traumhaft. Aber hier könnte ich schon einfach ein nächstes Stück runterbauen. Das ist ja gefährlich, weil... Oh, diese Achterbahn, die nervt mich jetzt schon hier. Warum haben wir den so beschissen gebaut? Baum im Weg, natürlich, was auch sonst. Zack. Zack.
Es ist ja weird, dass es dann eine Höhe im Off ist. Aber das passt dann ja komischerweise hier, ne? Da haben wir, glaube ich, schon den Lift-Hill. Genau, so. Neue Testfahrt. 5 von 10 defekt. Sicherheitsabschaltung. Das bedeutet jetzt natürlich, dass wir jetzt hier wieder die ganze Fahrt einmal machen müssen. Ich weiß, toll ist was anderes, das braucht ihr mir nicht zu erzählen. Die Streckenführung sieht auch sehr interessant aus. Hier müssen wir jetzt noch 4 Achterbahnen irgendwo reinklatschen. Ach du große Güte. Na gut, dann bauen wir halt mal irgendwas indoor hier unterirdisch. Sollte ja auch kein Problem sein. So, hier kommt jetzt noch eine Achterbahn. Wenn es ein paar neue Achterbahnen gibt, dann ist es natürlich auch schön. Hier haben wir, glaube ich, gerade was von einer Korkenzieher-Achterbahn. Das war diese hier. Könnte man natürlich auch noch bauen. So, jetzt bin ich mal gespannt hier, ob das jetzt besser läuft. 3 von 10 ist defekt. Sicherheitsabschaltung zum Glück nur. Na, wir haben jetzt hier eigentlich den Hügel hier oben abgeschnitten, ne? Die Spitze haben wir flach gemacht. Es war immer noch so knapp mit dem Speed. Hä, warum ist denn das jetzt so dämlich? Oh, das reicht immer noch nicht, ey. Was ist denn das? Was ist denn das, bitte? Baue ich jetzt ja auch schon mal einen vorsorglichen Lift-Hill hin, damit wir nicht nochmal 5000 mal die Testfahrt machen müssen. Hier kann der Lift-Hill ja nur oben hin. Hier haben wir ja schon einen Lift-Hill, wo er ordentlich Speed aufnimmt. Ob der hier hochkommt, das glaube ich eher nicht. Das heißt, hier kommt auch nochmal einer rein. Ziemlich Lift-Hill-intensive Baumaßnahme hier, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist mal wieder Speichertime. Auf ein neues Testfahrt 5378. Na gut, so viele sind es noch nicht, aber so fühlt sich das ungefähr an. So ein Indoor-Coaster, da hätte ich sogar schon eine Idee. Hat er hier Beschleunigungsmodus zufällig? Oh, der hat sogar Hyper-Achterbahnzug. Ui. Okay, der hat Abschuss. Das ist schon mal nicht schlecht. Da habe ich, glaube ich, eine Idee für den Abschuss. Abschuss-Achterbahn. So, jetzt auf ein neues. Der Drop hier. Der Drop ist sozusagen gelutscht. Oder auch nicht. So. Okay, bleiben wir in dieser etwas erhöhten Perspektive. Hier hinten kommen sie knapp drüber. Ich hätte gedacht, euch sagt, das ist natürlich die Absenkung. Man könnte den Huckel natürlich noch ins Tiefer machen. Aber man müsste sich das Ganze mal mit Fahrgästen angucken.
den Lift Hill. Und dann hier anschließend runterzufahren. Die Perspektive ist doof, weil da diese komische Achterbahn im Weg ist. Hier haben sie auch wieder den Lift Hill. Ich glaube nicht, dass es mit 7,0 reicht. Da kannst du sagen, was du willst. Die kann man das nicht vorstellen. Hier ist eine Warteschlange bei dem Ding. Da das die Wertung extrem ist, scheinen die aber ganz schön schmerzfrei zu sein. Was ist hier los? Der Benzin war ganz toll, aber stehen kaum Leute an. Als Achterbahn geht auch gut ganz ab. Sonst, wenn die vielleicht die Bedingungen nicht erfüllt, hier die Bahn, sonst eröffnen wir die vielleicht trotzdem. Ob die Bahn hier crasht und ob das passt. Nee, das passt, aber es ist auch so eine Sache, wo man mit Fahrgästen gucken muss. Komm, 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 hoch. Ah. Weil die Reststrecke in die Station müsste es doch eigentlich reichen, oder? Verdrehte Stahlachterbahn. Das ist diese. Na gut, 33 ins Ziel. Das ist unterhalb der gefährlichen. Oh, hier geht wieder so viel Kotze rum. Was ist denn das eigentlich, Leute? Wie sieht denn das hier aus? Tut das denn Not, dass das hier so rumliegt alles? So. Strecke passt. G-Kräfte könnten vielleicht auf eine hohe Erregungsrate hinweisen. Ja, und ungezählt das Gesamtergebnis. Und da bin ich richtig gespannt drauf.